Следующий момент, который я хотел бы вам вот пояснить. Das nächste, was ich euch genau erläutern möchte, es gibt Dinge, die das Leben eines Menschen zerstören. Ich werde euch anhand der Wirkung der psychischen Kanäle erklären. Es gibt Ida-Nadi und Pingala-Nadi, die weiblichen und männlichen Kanäle. Diese Kanäle sind mit dem Intellekt eines Menschen verbunden. Es gibt also den Sushumna, den zentralen psychischen Kanal. Er verläuft entlang der Wirbelsäule. Ringsherum um diesen Kanal direkt nebenan verlaufen die stärksten psychischen Kanäle. Das ist der männliche rechte Kanal, Pingala, und Ida, der weibliche linke Kanal. Wenn ein Mensch als Frau wiedergeboren wird, so arbeitet der Ida-Kanal um einige Male stärker. Bei einem Mann arbeitet der Pingala-Kanal um einige Male stärker. Bei einer Frau arbeitet der Pingala-Kanal ursprünglich sehr schwach. Dieser Kanal sorgt dafür, dass die Frau ihre ganze Kraft auf der Arbeit abgibt. Wenn eine Frau ihre Kraft auf ihrer Arbeitsstelle abgibt, was passiert dann? Nehmen wir mal an, sie hat ihren ganzen Glauben in ihre Arbeit gesteckt. Sie denkt sich, es ist nicht meine Beschaffenheit, zu Hause zu bleiben, sondern ich muss arbeiten. Auf meiner Arbeitsstelle geht es mir gut. Nehmen wir mal an, sie glaubt nur an ihre Arbeit und nicht an ihr Heim und ihre Familie. Was passiert mit dieser Frau danach? Erste Etappe sieht so aus. Mir gefällt diese Arbeit. Da jetzt durch diesen Kanal ihre Kraft fließt, so fängt er an, sich auszulasten und zu erschöpfen. Ihr gefällt diese Arbeit, weil die Energie in diesem Kanal verbraucht wird. Das ist aber nur ein vorübergehender Effekt. Es gibt so ein einfaches und verständliches Vergleich in den Veden. Ein Strauß läuft durch die Wüste und er wird von einem Löwen gejagt. Er wird langsam müde und kann nicht mehr weiterlaufen und steckt schließlich seinen Kopf einfach in den Sand. Und das war's, Problem gelöst für ihn. Den Löwen kann er nicht mehr sehen und alles ist ruhig. Den Hintern sieht man aber, entschuldigt mich bitte. Der Löwe braucht aber den Kopf von dem Strauß gar nicht. Warum sage ich das? Um euch zu zeigen, dass auf der Arbeit eine Frau sich nicht von ihrem Schicksal verstecken kann. Sie läuft von zu Hause weg und verbringt ihre Zeit lieber auf der Arbeit. Es gibt also vier Stadien. Erstes Stadium, mir gefällt es zu arbeiten. Zweites Stadium, irgendwie werde ich langsam müde. Irgendwie setzt mich das alles zu hier. Drittes Stadium, ich finde es hier widerlich, weiter zu arbeiten. Und in diesem Stadium denkt sich die Frau, es ist nicht meine Berufung, hier zu arbeiten. Ich glaube, ich habe eine andere Berufung. Ich brauche eine andere Arbeitsstelle. Und viertes Stadium, sie schmeißt die Arbeit hin und geht zu einer anderen Arbeitsstelle. Dort geschieht dann wieder das Gleiche. Zuerst mir gefällt es, dann ich bin müde, danach ich finde es hier widerlich. Und am Ende wieder, es ist nicht meine Berufung hier, ich suche mir was anderes. Und so, in regelmäßigen Abständen von 1 bis 2 Jahren wechselt sie ihre Arbeitsstelle und denkt sich, wann werde ich endlich glücklich? Niemals wird sie so glücklich, weil sie sich nicht mit dem beschäftigt, womit sie sich beschäftigen sollte. Wenn eine Frau ihre Arbeitsstelle bloß als ihr Hobby ansieht, das heißt, ihr Heim und ihre Familie hat Priorität, ihre Arbeit ist an der zweiten Stelle, dann gibt es keine Probleme für sie. Sie geht arbeiten, ab und zu wird sie sich dort unwohl fühlen, sie denkt sich aber dabei, warum soll ich die Arbeit wechseln, es ist eh nicht so wichtig für mich. So beruhigt sie sich wieder. Im Großen und Ganzen zählt die Arbeit nicht zu einer weiblichen Beschäftigung. Sie wird dort kein Komfort und Wohlergehen finden. Eine Frau muss es verstehen können. Man muss auch verstehen, warum zieht es die Frau, arbeiten zu gehen? Warum will sie von zu Hause weglaufen und lieber arbeiten gehen? Die Ursache liegt in ihrer Sündhaftigkeit. Diese Sündhaftigkeit zwingt die Frau, ihre Lebenspflichten nicht nachzugehen. Sie will sich lieber mit etwas anderem beschäftigen. Diese Sündhaftigkeit nennt man Gier. Oft ist es so, dass eine Frau viel mehr Geld und Komfort haben möchte. Ihre Gier zerstört sie. Ihre psychische Energie gelangt auf die rechte Seite und so wird ihr Leben ruiniert. Weil auf der linken Seite arbeitet die Energie dann automatisch viel schlechter. Sie arbeitet ihr Karma nicht auf.
Und so beginnt ein Teufelskreis für sie. Auf der einen Seite ist sie überlastet, auf der anderen Seite hat sie ebenso kein Glück. Diese Situation der Herangehensweise an das Leben wird durch unsere Gesellschaft geschaffen. Einer Frau wird gesagt, dass sie zuerst die Schule und danach noch eine Universität abschließen soll. Und erst danach soll sie an Familiengründung denken. In der Tat aber muss sie zuerst an die Familiengründung denken und danach, wenn sie Zeit und Lust hat, kann sie lernen und studieren. So muss es sein. In unserer Gesellschaft aber verschwendet die Frau all ihre Kräfte in die Arbeit. Also auf der rechten Seite, so werden ihre Kräfte ausgezehrt und schwinden dahin. Junge Frauen kommen zu mir und sagen, ich studiere immer noch an der Uni, muss noch einige Jahre durchstudieren. Es wird aber langsam Zeit, eine Familie zu gründen, dafür habe ich aber keine Kraft mehr. Wenn eine Frau einen Mann kennenlernen möchte, braucht sie ja die Kraft dafür. Dafür benötigt sie viel Kraft. Deshalb, wie sieht heute das Kennenlernen für die Frauen aus? Nach dem Motto, sie trifft einen, der ihr über den Weg gelaufen ist und springt mit ihm dann sofort ins Bett, weil sie ja keine Kraft mehr hat, den Mann auf Entfernung zu halten. Dafür braucht man ja Kraft. Darauf zu warten, wenn der Mann reif genug ist und einen Heiratsantrag macht, dafür benötigt die Frau viel Kraft. Sie springt aber sofort ins Bett mit ihm, sie macht keinen Widerstand und schon sind sie ein Paar und leben zusammen. Nach kurzer Zeit stellt sich aber fest, dass es so nicht richtig war, dass der Mann gar nicht vorhatte, sie zu heiraten. Weil die Frau muss ja viel Kraft aufweisen und einsetzen, damit er sie heiratet. Und zwar bevor man mit ihm ins Bett geht, sonst ist es später viel schwieriger. Sonst muss man den Mann dann mit Belagerung einnehmen, aber sogleich am Anfang kannst du ihn mit einem Angriff einnehmen. Indem man den Mann einfach auf Entfernung hält, ohne Sex, er wird dabei Schwierigkeiten bekommen. Ihr aber, einer Frau, geht es in dieser Situation viel besser. Ohne Sex geht es dem Mann viel schlechter als einer Frau. Sie hält ihn also auf Entfernung und sagt ihm, erst heirate mich, danach gibt es Sex. In diesem Fall hat sie gesiegt. Sowohl ihm wird es dadurch besser ergehen, weil er durch die Heirat nicht mehr degradieren wird, als auch ihr wird es besser ergehen. So sieht ihre weibliche Pflicht aus. Dafür braucht man aber Kraft. Sie studiert aber in der Universität und verprasst dort all ihre Kräfte. So sieht ein glückliches Familienleben aus. In dieser Weise muss die Frau intelligenter und sich bewusster werden, dass ihr weibliches Glück im privaten Leben liegt. Deshalb darf man nicht so viel Kraft im Studium dalassen. Es kommt auch noch oft so, dass die Frauen beginnen, Doktorarbeit zu schreiben, wofür man doch weitere 5 Jahre braucht. Sie verbrauchen noch mehr Kräfte. Diese ganzen Doktorarbeiten muss man vergessen. Eure Doktorarbeit liegt in der Schwangerschaft und Geburten von Kindern. Dort läuft die eigentliche Doktorarbeit ab. So nebenbei. Die Beziehung zu den Kindern, das alles hat weibliche Natur. Ein Mann wird ja nicht schwanger werden können. Oder doch? Nein? Seht ihr, es gibt hier keine Alternativen. Wer schwanger werden muss, Kinder austragen und danach babysitten, das alles muss die Frau tun. Und dafür braucht man Zeit und Kraft.